war letztens in München. Ihr merkt jetzt schon, das wird eine Scheißgeschichte. Ganz ehrlich, keine gute Geschichte fängt an mit, ich war letztens in München. Genauso wie keine gute Geschichte anfängt mit, nö, leg mir einfach nur eine Stichsäge aus. Jedenfalls war ich letztens in München und dann habe ich da gemütlich gesessen, ja, einen Kaffee getrunken für 20 Euro. Ich habe mir noch ein Wasser geholt für einen Zehner. Und bin in Richtung Hotel gelaufen, ja, dann bin ich durch so eine alberne Fußgängerzone gelaufen und an einem Chibo vorbeigekommen. Ich weiß nicht, wissen alle, was Chibo ist? Ja, dann hätte ich dazu mal eine Frage. Was genau ist eigentlich das Geschäftskonzept von Chibo? Ein klassischer Chibo-Dialog. Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gern einen Kaffee, eine Personenwaage und ein Zweimannzelt, bitte. Gern. Darf es vielleicht noch ein aufblasbares Kanu sein? Oder ein Radiowecker, der die Zeit an die Decke projiziert? Was ist denn ditte? Das ist doch kein Konzept. Kann mir doch keiner erzählen, dass da ein Konzept hintersteckt. Das ist doch riesengroße Scheiße. Deswegen hat Chibo auch keinen Slogan. Wie willst du dit in einen Slogan packen? Ich hab da mal was vorbereitet. Sie suchen Geschenke für Leute, die Sie kaum kennen. Beispielsweise den Arbeitskollegen Ihres Bruders, auf dessen Gartenparty Sie über Umwege eingeladen wurden. Chibo. Oder den nächsten widme ich Faisal Kawusi. Sie treiben selten Sport, wollen sich und ihren Angehörigen aber weiterhin mit billigster Sportkleidung etwas vormachen. Chibo. Oder noch einen kurzen knackigen, ja. Chibo, der Fehlkauf für die ganze Familie. Jedenfalls bin ich dann weitergelaufen und dann bin ich zum Hotel und mal so ein bisschen Fernsehen geguckt, seit langem wieder, ja. Einfach so ein bisschen durchgeschaltet. Und dann bin ich an so einer Dokumentation hängen geblieben. Ja. Da ging es um die Herstellung von Fertig-Sandwiches. Die ging 45 Minuten lang. Und ich möchte das kurz zusammenfassen. Im Wesentlichen werden die genau so hergestellt, wie man sich das vorstellt. Dankeschön.